Ludwigshafen-Pfalzbau. Die Pudis sind in der Stadt. Noch 2 Stunden bis Konzertbeginn. Jetzt erstmal Soundcheck. Zur gleichen Zeit draußen. Die Fans können es kaum erwarten. Ellen und Susanne wollen die Pudis unter keinen Umständen verpassen. Die beiden sind glühende Fans. Susanne stammt gebürtig aus Thüringen, lebt aber seit Jahren im pfälzischen Frankenstein. Ich habe mit 12 bei meinen Eltern eine Platte gefunden und die waren schon zum Jugendtanz bei den Pudis. Und seitdem höre ich seit 24 Jahren, höre ich jetzt Pudis. Ellen wurde in der Pfalz geboren, sie kommt aus Alzenborn und kannte die Pudis früher überhaupt nicht. Jetzt schwärmt sie für die Ostrocker. Dadurch, dass meine Freundin Pudis hört und wir vor 3 Jahren schon mal auf dem Konzert waren, das war so klasse, das Akustikkonzert, da habe ich gesagt, ich gehe wieder mit. Sie hat mich dort dazu gebracht, Pudis zu hören als Pelze und finde ich klasse. Und da sind sie, die beiden Pudis-Köpfe, Maschine und Quaster. Kaum zu glauben, dass es bald keine Pudis mehr geben soll, dass nach dieser Tour wirklich Schluss sein soll. Ja, das ist ja auch schön, wenn alle Leute sagen, schade, ist doch besser, als wenn sie sagen würden, ein Glück. Und irgendwann muss man sich ja entscheiden und wenn es am schönsten ist, soll man ja aufhören. Und wenn das Meer dann unsere Geschichte erzählt, vom Lachen, vom Lieben, vom Leben. 46 Jahre Pudis. Jede Menge Erinnerungen. Das Leben, das Leben. Jede Menge Emotionen. Und soll es nicht umsonst. Gänsehaut in Ludwigshafen. Auch bei Susanne und Ellen. An diesem Abend geht es aber nicht um volle Pulle, sondern die Akustik steht im Vordergrund. Ein komplett anderes Konzert als die Drachenrohr-Konzert. Und das ist einfach dafür gedacht, dass wir in kleineren Hallen spielen können und Leute kommen, die uns von einer anderen Art und Weise, auf eine andere Art und Weise erleben. Es war schön, einfach schön. Der Abend steht im Zeichen des Abschieds. Dieses Gefühl zieht sich durch das gesamte Konzert. Die Pudis sagen auf Wiedersehen. Das Konzert war geil, echt. Die waren super. So ganz aufgedreht, ne? Ja, genau, ganz aufgedreht. Das war klasse. Absolut spitzenmäßig, also merkt man das Alter gar nicht, dass sie so lange auf der Bühne stehen. An. Die Lieder sind noch original, wie sie früher waren. Susanne und Ellen gehen glücklich nach Hause. Denn sie haben sich von ihrer Lieblingsband verabschiedet. Die Ostrocker letztmals in Ludwigshafen. Denk an unsere Zeit. Sie war schön. Tschüss. Pudis.